Ja, hallöchen meine Lieben und willkommen zu einem kleinen Mini-Ankündigungsvideo. Und zwar betrifft das Super Mario Bros. 3 bzw. Super Mario All-Stars. Denn ich habe mich jetzt entschlossen, auch wenn es jetzt ziemlich plötzlich kommt, aber ich werde das Projekt in einem Playthrough umwandeln. Allein schon, man hört es gleich, deswegen, meine Stimme ist, ja, also ich bin jetzt nicht krank oder so, aber ich merke, dass, wenn ich Let's Plays aufnehme, in letzter Zeit unheimlich schnell huste, unheimlich schnell meine Stimme erschöpft ist, weil ich einfach nicht mehr gewöhnt bin, eine Stunde oder noch länger am Stück zu reden. Da wird einfach mein Hals rau, da hilft auch nicht viel trinken. Das ist einfach irgendwie, ja, irgendwelche äußeren Umstände hier, die ich nicht genau weiß. Wahrscheinlich irgendeine Allergie von irgendeinem Zeug, was halt hier in der Gegend rumsteht. Weil, ja, das Zimmer ist immer noch nicht fertig. Liegt immer noch auf dem weißen Zeug für den Hof hier rum, was er eigentlich mal wegräumen müsste. Was aber nur Stück für Stück geht, weil es halt Zeug von über 10 Jahren sich angesammelt hat, und das ist halt jede Menge. Und naja, und ich habe gemerkt, ich weiß nicht, mir macht halt immer noch Playthroughs mehr Spaß, weil ich halt einfach, ich muss da nicht labern. Ich kann einfach spielen, wie ich will. Ich muss nicht labern, muss nicht die ganze Zeit kommentieren. Und deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal Super Mario Bros. 3 in einem Playthrough umwandeln, wenn ich dann aufnehme. Und ja, das ist einfach für mich angenehmer zu spielen, ehrlich gesagt. Also nicht wundern, wenn jetzt kommen noch zwei Folgen als normales Let's Play, danach der Rest wahrscheinlich ist er nicht mal allzu viel. Ich bin ja da in Welt die Hälfte von Welt 5, sind also nur noch drei Welten. Da kommt der Rest dann als Playthrough. Und ja, ich meine, guckt eh kaum einer die Videos, also viele Leute wird eh nicht tangieren. Also, was soll's, ne? Machen wir es einfach so jetzt und fertig. Und die nächsten Projekte, relativ viele wahrscheinlich auch nur noch als Playthroughs. Wenn ich nicht gerade wirklich Bock habe, die als Let's Plays aufzunehmen. Hat außerdem sowieso unter Hintergrund, da ja bald die Weihnachtsferien anfangen, beziehungsweise. Also nächste Woche habe ich nur noch zwei Tage Maßnahme. Danach geht es in Weihnachten. Und da werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, mal meine Stimme aufzunehmen. Weil, ja, Rufi ist die ganze Zeit zu Hause. Ich bin die ganze Zeit zu Hause. Rufi räumt hier rum. Das heißt, ich kann dann eh nicht in Ruhe meine Stimme aufnehmen. Da ist es ganz gut, wenn ich mal ein paar Playthroughs habe, die Zeit irgendwie überbrücken. Oder ich allgemein nur noch mit Playthroughs aufnehme. Nun noch Playthroughs aufnehmen, damit ich halt, ne, einfach mal Ruhe auch habe beim Aufnehmen. Und nicht ständig darauf aufpassen muss, läuft der jetzt hier rum, hört man den im Mikrofon oder nicht. Es ist extrem belastend und nervig. Es ist eh schon scheiße, wenn du irgendwie eine Stunde aufnehmen willst und dann der ganze Zeit rumbroschelt. Ja, kriegst einfach keine Konzentration und Ruhe zusammen. Naja. Ja, fängt schon aus, ist nein. Ja. Also, wir sehen uns dann bei nächsten Projekten. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.